Und zwar starten wir rein mit der neuesten Folge von Red Bull Highscore, meine Freunde, die wir jetzt hier einmal sehen können. Das ist unser Format, was ich hier gemeinsam mit Marius produziere und auch selber moderiere. Der Originallink dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Lasst da unbedingt mal einen Sub und ein Abo hier auf dem Red Bull Zockt 100 Kanal da. Und wir schauen uns mal rein, wie Avifa D fast ertrunken wäre. Let's go, Chat. Ganz viel Spaß. Auf geht's. Heute treten YouTuber Avifa und Streamer Philo gegeneinander in der ultimativen Wildwasser-Extrem-Kajak-Challenge an. Also da sind wir quasi halt runtergefahren, ne? Die rasen durch einen reißenden Fluss, werden durch Stromschnellen gesteuert und müssen währenddessen ein knebliges Puzzle-Game zocken. Verschiedenste Herausforderungen meistern und nur einer kann am Ende den Red Bull Highscore-Pokal gewinnen. Und das Beste dabei ist, die Kandidaten haben absolut keine Ahnung, was auf sie zukommt. Ich bin Revi und herzlich willkommen bei Red Bull Highscore. Oh, dieses Intro gibt mir immer noch Goosebumps. So, geil. Jungs. Ready? Ja, okay. Das ist halt wirklich so, die hatten halt beide mal wieder gar keinen Plan, was wir machen. Und das ist halt einfach nur perfekt. Ich dachte schon, irgendwas Extremes. Klar, Red Bull, das wird jetzt kein Kindergarten sein. Müssen wir damit fahren? Ich kann euch nur so viel sagen, ich bin ja gestern einen Wasserfall runtergefahren von 6 Metern. Digga, das war halt extrem dumm, ne? Und wir haben es noch nie gemacht, das macht gar keinen Sinn. Gar keinen Stress. Können jemand von euch eine Eskimo-Rolle? Was ist das? Das ist, wenn das Kajak auf dem Kopf Dankeschön, ist und Kuss. Ihr mit dem Kopf unter Wasser seid, dann Nein. müsst ihr ja wieder hochkommen. Ey, danke, das war schon immer mein Traum. Ihr fahrt heute mit Adrian Mattern, Deutschlands bestem Extrem-Kajakfahrer. Adrian fährt als solche Wasserfälle runter, ihr seht das quasi, ne? Übrigens auch den europäischen Rekord. Digga, der fährt da einfach runter, versteht ihr das, Chat? Dort für die höchst befahrenen Wasserfälle hält. Es gibt ein paar Dinge, die ihr auf jeden Fall beachten müsst. Adrian, 10 von 10, cooler Typ. Dass das Ganze auch safe abläuft. Die Gefahr, dass das Kajak umkippt, die besteht auf jeden Fall. Was der erklärt hat, was so schief gehen kann, dachte ich mir, cool. So, schön, dass ich da bin. Falls wir dieses Kajak verlassen müssen, das will jetzt mal nicht planen, nicht von ausgehen, aber... Besser wär's. Ja, für den Worst Case, dann orientiert euch am orangenen Kajak. Der Brand wird zu euch kommen, haltet euch an seinem Kajak fest und er wird euch ins Ufer bringen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Junge. Das Ganze ist schon eine wilde Nummer. Wir sind hier im Wildwassergrad 4-5, also eher am oberen Ende der Skala. Es ist halt absolut gefährlich gewesen. Ne? Es ist halt wirklich absolut gefährlich gewesen. Normalerweise am besten wegbleiben als Anfänger, aber heute bin ich ja dabei. Man dachte sich so, oh, mache ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt einen Schritt näher dran? Ihr zockt während der Kajakfahrt das Puzzle-Game Green. Im Spiel geht es darum, die euch gestellten Rätsel aller Art schnellstmöglich zu lösen und den kompletten Bildschirm einmal grün zu bekommen. Derjenige, der von euch am Ende die meisten Level geschafft hat, hat den Red Bull Highscore-Pokal auch redlich verdient. Ready? Ready. Wir haben die halt direkt ins Wasser geworfen, ne? Das war halt so geil. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Gute Fahrt, Jungs, genießt! Bitte wackel dich! Also ich hatte quasi beim Fahren von Anfang an direkt nur Fokus auf das Game. Ich habe nicht nach links und rechts geguckt. Wie läuft's, Mann? Gut. Sehr ich check überhaupt gar nicht das Spiel. Okay, es ist wirklich schwer. Wenn du einen Fehler machst, ist dein ganzer Progress weg. Okay, mein Freund, geht los. Die erste Stromstelle habe ich gemerkt, als es so ein bisschen gedroppt hat, also als die ersten Steine auch kamen. Das ist halt das Geile, der muss ja währenddessen zocken, es ist halt so gottlos schwer, ne? Und da habe ich direkt erstmal richtig fett Wasser geschluckt, also da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt wird es auf jeden Fall wilder. Seht ihr das Wasser da? Das ist insane. Und dann habe ich auch zu Adrian gesagt, so, gibt es irgendein Zeichen, also merke ich irgendwann, wann ich die Luft anhalten muss? Und dann meint er so, hey, übrigens, Jungs, es gibt 2 Checkpoints, an denen ihr 45 Sekunden Zeit habt, um zu spielen. Aber weil es ja zu einfach wäre, haben wir eben 2 Minispiele gespielt, die eure Zeit an den Checkpoints beeinflussen. Kommen wir zum Ergebnis vom ersten Minispiel. So, Freunde, wir haben hier 2 Tastaturen mit falscher Beschriftung und ihr müsst innerhalb von 30 Sekunden folgenden Satz einmal richtig eintippen. Yo Gamers, abonniert sofort diesen Kanal. Auch hier der Hinweis an der Stelle, also bitte abonniert wirklich diesen Kanal, das wäre sehr, sehr wichtig. Natürlich mit richtigen Satzzeichen, korrekter Groß- und Kleinschreibung. Ist euch verstanden? Ja. Ja. Euer Ergebnis wird dann natürlich auch später eure Kajak-Challenge dementsprechend beeinflussen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Ich bin guter Moderator, oder Chat? Ja, ganz ehrlich, normalerweise, ich gucke gar nicht mehr auf die Tastatur. Ich dachte, okay, voll easy. Ich tippe das jetzt ein und dann ist das Ding durch, aber ja, nicht geklappt, ne? Man sieht jetzt hier dann doch vielleicht einen kleinen Unterschied in der Performance. Echte Gamer gucken halt nicht hin, wo sie hintippen. So. Deswegen musste ich halt nur irgendwie einen Anhaltspunkt finden und dann wusste ich ja, wo man tippt. Okay, dann sind wir hier durch. Ja, Lukas, ja. Der Satz beginnt mit Yo Gamers, abonniert sofort diesem Kamal. Ausrufezeichen, nicht verkehrt. Okay. Lukas Satz hingegen beginnt mit größer als O-Gamers, Hashtag abonniert sofort diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ganz genau an, wie das euren Kajak-Run gleich beeinflussen wird. Hey Philo, du hast beim ersten Minispiel 2 Fehler, deswegen werde ich dich jetzt 12 Sekunden mit Anrufen nerven. Geh mal dran, ist wichtig, Philo. Ich bin dran. Geh dran. Ich bin dran. Ich ruf noch mal an, ja?
Ja. Geh bitte kurz dran. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, ihr müsst gleich sofort ja, weiter. Ja, was los? 6, 5, ich mach das. 4, 3, 2, 1, weiter. Okay, let's go. Jetzt wird's wild, Dicker, okay? Ich brauch dich. Wirklich jetzt? Ja. Also bei der zweiten Stromschnelle gab es dann eine Stelle, wo wir nach rechts gekippt sind. Das war halt so insane gefährlich. Jetzt guck mal hin, Chat. Ich habe diesen Flip leider Wasser geschluckt und konnte dann ja nicht mehr länger die Luft anhalten. Bin ich halt Digga, checkt ihr das, Chat? Checkt ihr das? Nochmal abgetaucht und hoch. Das Boot ist gone. Wie gefährlich das ist. Getaucht und dann gesehen, okay. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall ganz schnell mit dem Bach mitgezogen. Paddel schon hinter mir her und er wird mich rausziehen. Das war nur eine Sache von, ich halte jetzt einfach deine scheiß Luft an und mach die Hände hoch und dir wird gleich geholfen, du musst einfach nur die Luft anhalten. Oh mein Gott. Digga, er hätte halt fast absaufen können, wa? Aber wir hatten ja zum Glück einen Rettungsschwimmer da. Das Kajak schwimmt, da ist eine Person. We're gonna get out. You're safe. Yeah, let's get you out. You gotta take a minute, okay? Ja. Digga, schau dir mal an. Ja, ich war auf jeden Fall Brandon unendlich dankbar. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was passiert wäre. Hätte ich jetzt nochmal Wasser geschluckt und hätte nochmal gehustet oder so. Ich wollte nochmal. Ich muss das scheiß Game gewinnen. Maschine, Digga. Digga, Junge, nochmal Shoutout an Philo hier, dass er das mitgemacht hat. Erstmal krasse Rettung. Hält immer noch das Handy von euch beiden. Holy shit, Mann. Brandon ist ja ein Tierbär hinterhergegangen. Felix auch Maschine. Ey, Bruder, du hast das durchgehalten. Du hast sogar das Handy gesaved. Bist du wahnsinnig? Digga, Aufgabe 10. Ich muss den Pokal holen. So, Felix. Bruder, das ist die Mantra hier. Geil. Lukas, mein Lieber. Ey. Also, wie sollen wir es dir sagen? Wir sagen es dir ehrlich und ernst. Ja. Der erste Run war super. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich das Kajak leider einmal gedreht hat. Aber seid ihr raus aus dem Kajak? Oder? Ja. Ja. Also, ihr seid sogar raus. Ja, ja, das Kajak ist weitergetrieben. Bisschen umgedreht und dann bin ich ohne Co-Pilot wieder aufgetaucht. Aber kann man nichts vorwerfen, Felix, richtige Maschine. Yeah. No way, er ist raus. Ja, ja, er ist aber raus, genau. Gut, Brandon hat ihn dann gerettet. Ich saß erst mal im Auto, hab gewartet. Wäre krasser Videotitel gewesen, wenn Philo gestorben wäre. Ja, Chat, aber wir können ja auch froh sein, dass das jetzt an der Stelle nicht passiert ist, dass Philo halt nicht gestorben ist und ja, ne? Gewartet und dann irgendwer höre ich so aus einer Ecke, ja, der ist ja dann umgekippt und ich sitze da und denke mir, was geht denn jetzt ab, Mann? Und dann irgendwie keiner sagt mir was. Bis dann Philo dann zu mir kam und ich habe schon gesehen, er hat so ein bisschen gezittert und ich dachte mir, yo, das ist ja wirklich, das war krass. Dementsprechend, würde ich sagen, bist du ready? Ja, mega, nach den Nachrichten richtig. Also, Brandon holt gerade das Kajak hoch, dann ziehen wir dich um und dann geht's los, okay? Ja. Okay, Lukas. Ja. Du darfst starten in 3, 2, 1. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Okay. Digga, Junge, Junge, Junge. Geil. Ich hatte halt wirklich unnormal Angst und so wirklich jedes Mal, wenn wir so minimal irgendwie zur Seite sind, dachte ich direkt, okay, vorbei, ich fall jetzt um. Oh mein Gott, ja! Da! Oh, what the fuck? Ja! Der Zocken selber ist nicht so gut gelaufen, weil ich halt so alle 2 Sekunden so ungefähr 1000 Liter Wasser ins Gesicht bekommen habe. Also es war wirklich, ich hab so gezockt, kurz nach oben geguckt. Und ja, das ist halt so gottlos gefährlich geil. Wie geht das Spiel? Ich versteh's nicht! Oh mein Gott, ist nicht gut, wenn wir quer sind, oder? Was muss ich hier machen? Und wir sind ja gefühlt am Anfang die ganze Zeit seitwärts gefahren. Ich wusste jetzt nicht, ob das richtig war, aber ich hatte wirklich Angst. Boah, wir fahren rückwärts, verdammte Scheiße! Boah. Lukas, wie läuft es jetzt? Alles gut? Ja, Janek, Luke, du sagst gerade, du machst es seit 9 Jahren, aber Lukas macht das zum ersten Mal. Hey, Lukas, du erinnerst dich sicherlich an das erste Minispiel, was wir gespielt haben. Du hast 4 Fehler. Ich werde dich jetzt dafür 12 Sekunden lang mit Anrufen nerven. Spiel du einfach weiter, das passt schon. Nein, hör doch auf. Lukas, 45 Sekunden hast du. Für was? Ja, zu weiterspielen. Ist gerade keine Verstauspause. Zu spielen? Ja, was soll ich machen? 30 Sekunden noch, mein Lieber. Lukas? Ich versteh's nicht, was Lukas? Mario, hör auf, dazu. Lukas, geh mal wieder dran. Dann ruf ich doch nicht an. Ja, geil. Denn oh mein Gott, ich bin so 20 doof. Sekunden, Lukas. Nein. Mehr Zeit bleibt dir nicht. Ah. Lukas, ah. Willst du mal ins Handy gehen? Ich würde gerne mit dir telefonieren. Nein, ich kenne dich ans Handy, Mann. Lukas. Lukas, die Meldung ist an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aus Wasser. Da, deine Arme falsch rum. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Ey, Junge. Lauf an mir seitwärts, können wir nicht vorwärts fahren? Ey, ganz kurz, Lukas. Es ist Zeit für das Ergebnis von Challenge Nummer 2.
Ihr müsst wahr oder falsch Fragen beantworten, während ihr unter Wasser die Luft anhaltet. Wer so länger die Luft anhält, bekommt auch mehr Fragen. Guckt ihn euch an. Und der Guckt euch Lukas an, ich fasse es nicht. Derjenige, der die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt und bekommt einen Vorteil bei der Kajak-Challenge. Ich bin halt super klein, ich musste auf meinen Zehenspitzen stehen, damit mein Kopf da überhaupt reinpasst. Das hat mir auch ein bisschen Energie gezogen. Luftanhalten ist jetzt nicht so meine Stärke. Im Schwimmbad und so, ich tauche immer voll gerne und ich kann auch eigentlich voll lange tauchen. Deswegen dachte ich mir, da ziehe ich durch. Ihr habt 5 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten und ich würde sagen, 3, 2, 1, Kuckuck, Kopf ins Wasser und los. Tetris war das erste Videospiel, was im Weltall gezockt wurde. In seinem ersten Debüt in Donkey Kong hieß Mario noch Jumpman. Nintendo ist über 120 Jahre alt. Die Abkürzung SOS steht für Save Our Chip. Der jüngste professionelle Gamer Lil Poison war 9 Jahre alt. In Japan hat 2009 ein Videospielcharakter geheiratet. Der Atlantik ist der wärmste Ozean der Erde. Fische können blinzeln. Marios voller Name ist Mario Mario. Der längste Videospielmarathon der Welt ging 94 Stunden. Verdammt. Boah. Aber ihr seid gut durchgekommen. Respekt vor deinem langen Atem. An der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, vielleicht braucht ihr das später sogar noch mal im Lauf der Kajak-Challenge. Philo hatte 4 Punkte und du 7. 7 Punkte für dich, du hast gewonnen. Du darfst jetzt einmal in deine Tasche gucken und weiter geht's. Los, Spiel, Spiel. Sehr gut. Tuch, wofür brauche ich ein Tuch? Einmal für dein Display. Ja, cool. So verarscht, Digga. Vorteil hat es überhaupt nichts gemacht. Ich habe das Tuch rausgeholt und in dem Moment, wo ich es rausgeholt habe, war es genauso nass wie das Handy. Also ich weiß nicht, das war komplett lost. Was war das für ein Vorteil? Ey, das ist mir zu hart. Ich dachte, wir machen nicht so hart. Oh mein Gott. Ich werde jetzt... What the fuck? Wow. Digga, so geisteskrank. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Wir fahren schon wieder rückwärts! Das ist nicht richtig, oder? Ja, okay! Lukas! Schon ey, wieder von vorne! Das Handy hat irgendwas gegen Wasser! Oh mein Gott! Oh, ey, nein! Hallo, fahr mal darüber bitte, fahr mal bitte darüber, ist ein Stein! Was? Ja, geil! Hey! Hallo! Hey, Junge, hör doch auf damit! Wir haben den Vibe so gottlos hochgenommen. Oh mein Gott! 2, 1, 2. Lukas! Ja? Erzähl mir kurz, so wie war die Fahrt? Ich hab so viel Wasser ins Gesicht bekommen. Aber hast du auch genug getrunken währenddessen? Ja, mit Sicherheit. Wir sind ja so schnell hingekommen, aber wir sind gesprintet oben an der Straße in meinem Auto. Danke auch für das Tuch. Du, Lukas. Ja? Du hast ja ein Minigame gewonnen, ja. Aber die Gesamtchallenge, das ist noch nicht klar. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir gleich mal im Studio, wer das Ding hier gewonnen hat. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Ergebnis. Es steht 9. Folgt Adrian unbedingt mal auf Instagram. So ein netter und cooler Typ, ehrlich. 9:5 und 9 Level. Hat geschafft an der Stelle. Felix, herzlichen Glückwunsch. Mein Jutzer, großen Glückwunsch, dieser Preis, der Red Bull. Felix hat 9 Level geschafft, obwohl er umgefallen ist. Gebührt an der Stelle dir. Ich war halt gerädert von dem Tag. Und dann war ich halt übel und erleichtert, dass sich das doch gelohnt hat, durch diese Hölle da zu gehen heute. Ganz glasklar verdient, hat er das Ding nach Hause geholt. Hat mehr Punkte gehabt und hat sie ja noch richtig hingelegt. Ich gönn's ihm zu 100 Millionen %, dass er den Win geholt hat. Dickes Dank an dich, Adrian. Meine Freunde, lasst gerne mal hier auf dem Red Bull Zockt 100 Kanal. Lasst da gerne mal ein Sub da, meine Freunde. Denn dieser Kanal ist unglaublich gut und da kommen jetzt regelmäßig Videos. Lasst unbedingt mal einen Sub dort liegen. Dankeschön, Grüße geht raus.